Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU hat erneut Nordrhein-Westfalen besucht, um sich ein Bild vom aktuellen Stand nach der Unwetterkatastrophe im Juli zu machen. Mit CDU-Ministerpräsident Armin Laschet begab sie sich unter anderem nach Schalksmühle im Märkischen Kreis. Dort traf sie Vertreter der Feuerwehr. Auch Gespräche mit Angehörigen von Opfern waren geplant. Im Anschluss wollten Merkel und Laschet an einer Kommunalkonferenz zum Wiederaufbau in Hagen teilnehmen. Starkregen hatte Mitte Juli schwere Überflutungen in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen ausgelöst. Insgesamt starben etwa 180 Menschen. Nach der Katastrophe besuchte Merkel mehrmals betroffene Gebiete, zuletzt am Freitag das Ahrtal in Rheinland-Pfalz.